Oh, da vorne ist ja schon ein Schlawiner. Warte mal, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Erster. Nein! Wie sie alle direkt die Waffen gezückt haben. Voll die Mörder. So, weißt du, ich denke mir so, okay, Pidizzle hat's. Wird jetzt mal wieder einen schönen Kill machen und dann direkt. Und dann boom. Der Kill ist hier. Dieser Squad, ey. Ach Mensch, ey. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Der Freedom Squad ist natürlich immer noch am Stissel. Das bedeutet, herzlich willkommen. Mein Herz. Alter. Daniel. Ja. Warum? Frag ich mich. Hallo. Das war Modado. Hä? Meine Beine sind schon wieder gebrochen. Alter, wie du geflogen bist. Manu, bitte mich nicht runterschlagen. Ich muss mal auch ganz kurz hier mal, die testen wir jetzt mal direkt. Die wir gestern uns gesnackt haben. Saturation wird direkt gesnackt. Ja, perfekt. Direkt die Sättigung. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen immer noch Bergie in irgendeiner Weise von seinen komischen Viren befreien. Und ihr könnt da von dem Dach mal runterkommen. Viele haben mich anschießen. Leute, wir sind doch Mami. Im Squad. Ich ziel doch nur auf dich. Ach nur. Oh Gott. Paluten. Da oben sind Wachen. Die dürfen da nicht sein. Verschwinde. Runter von meinem nein, Dach. Nein, 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 nein. Nicht der, das ist das ist sein Kind. Mini-Manu. Oh, ups. Nochmal Glück gehabt. Der ist leider ein bisschen suizidal. Also der hängt da irgendwie schon seit Tagen, seit Wochen auf dieser Klippe. Was machen wir eigentlich mit Tims Frau? Die ist die ganze Zeit eingekerkert. Wollen wir die nicht mal auch irgendwo, wo es netter ist, platzieren? Maudado, willst du heiraten? Nein. Ich hab schon eine Frau. Außerdem ist die schon verheiratet mit Tim. Und guck dir mal den Zombie an, Alter, wie das aussieht. Ich glaube, der Zombie hat sich verliebt. Ja, aber nee, das ist ihr. Ja, wollen wir die nicht heiraten lassen? Nee, also Zombie ist schon verheiratet. Ist der Zombie ist verheiratet? Ja, der ist verheiratet. Nein, was? Hans? Ja. Warte mal. Hä? Der war letztens noch verheiratet nee, mit guck mal irgendwem. Hier, und da Vater MC Expert und Melina L. Jackson. Hä? Mit wem der soll der verheiratet denn verheiratet sein? Ich weiß das es ist nicht ein mehr. Zombie. Ja, egal. Der arme Kleine. Warte mal, ich guck mal schnell in den Keller. Vielleicht hat sich Fabienne ja scheiden lassen. Man weiß es nicht. Oh, diese Tür. Jetzt will ich noch kurz Maudado heiraten. So, schön nach unten. Fabienne. Oh, in den Kommentaren haben die Leute gelästert. Ganz viele haben gesagt, dass Fabienne extrem hässlich ist. Leute, guckt euch die doch an. Das ist eine Zuckerschnecke. Das ist eine Traumfrau. Warte mal, guck mal hier. Guck mal da, I'm on the catwalk. Ja, komm mal her. Also Leute, falls jemand, abgesehen von Diego, sie sind... Was? Zombie? Manu! Ich könnte doch nicht Oh Gott, ich hab Diego getroffen. Leute, okay, wie wär's mit einer Regel? Keine automatischen Schusswaffen bei unseren Kindern. Au! Hä? Wieso denn ich? Das soll ich jetzt gar nicht. Du warst das. Du wolltest Manuel... Die Schuld in die Schuhe schieben, das ist... Ich hab gesagt, nein, du hast einfach direkt gesagt, das ist Manu. Ey, Manu. Ja, weil er noch die Waffe... Oh Leute, Gott. Ich Leute. Bin fast tot. Ey, jetzt mach mal ganz ruhig. So, sie ist immer noch mit Diego verheiratet. Und Evan, der ist auch bald erwachsen, Alter. Oh, stimmt, die andere... es gab auch eine große Diskussion, ob das nun Raffi oder Luffy aus... Im Japanischen wird er zumindest Luffy geschrieben. So. Ja, im Japanischen, denn sonst überall halt Ruffy. Ja, da gab es eine ganz große Diskussion. Also, das Thema fasse ich nicht mal mehr mit der. Das sind ja Zwillinge. Patrick Jr. und Evan. Wem gehört denn Eden? Evan. Gülük und Said. Ach, Mann. Gülük! Der Gülük! Gülük! Ist es eine von deinen Leuten? Ja, Gülük ist mein Sohn. Wie viele hier Sohn. Einfach schon sind. Und Ella ist meine Tochter. Hab ich schon Enkel? Ich weiß es nicht. Oh, wer ist das denn? Said. Deine Kinder sind alle tot, Maudado. Und was? Ach, Diego, Alter. Manu, hast du sie umgebracht? Es ist immer so krank, wie viele Leute, ich habe mir letztens mal die Kommentare angeguckt, wo dann die Geschichte mit Diego war. Und auf einmal so viele Kommentare, töte ihn doch einfach, richte ihn hin. So, die Leute wollen einfach Blut sehen. Was ist denn mit manchen los, Leute? Ich meine, ich bin auch kein großer... War keine Schusswaffe. Ja, das hängte meiner. Das war mein Enkel. Ei. Oh, hast du einen Enkel? Das ist mein Enkel, hier. Ist er nicht hübsch? Also der hier. Und der, wer ist sie? Zack. Das ist
Gülük. Wieder. Gülük. Alter, Gülük liegt los bis zum Gegner. Diego, ich freue mich immer noch. Du bist ein bestimmt ein super Kerl. Stimmt, ich habe ja auch noch Püffel. Wo ist denn Püffel? Ich weiß es nicht. Ja, warte noch mal, Püffel. Hier ist Püffel, bei mir. Da. Ja, ah, das ist Püffel, mein Sohn. Das ist ein Typ. Alter, der ist richtig groß. Ja, ist das wieder so ein Monster? Ich hab so große Gene. Stimmt. Ja, das Püffel. Sind die, die wir brauchen. Das sind die, die wir brauchen. Der ist einfach eine Maschine. Püffel, wie machen wir die dann zu Supersoldaten? Ach so, okay, danke. Mit dem March of the Gorgomites. So läuft das. Alter, ist ja wie im alten Ägypten hier. Freedom! Freedom! Quit living on! Boah! Das ist seine eigene Bombay. Familie. Ich hab meine Waffe nicht mehr in der Hand. Die wird doch durch die Tür gucken. Ich kann das nicht weiter mit ansehen, ey. Viele von euch meinten, yo, talk doch mal wieder mit dem guten alten Dieter. Das hast du schon lange nicht mehr getan. Und ja, Leute, euer Wunsch ist mein Befehl. Deshalb gucken wir einfach mal. General Dieter, was gibt's Neues, Kollege? Hallo Paluten, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst hören? Die gute. Wir haben Manuel! Wir haben Alec gefunden. Was? Alec! Dein Schatzi-Mausi. aber die Frage ist, was ist denn die schlechte? Was ist die schlechte Nachricht? Alec ist tot. Er befindet sich in einem Hochsicherheitsgefängnis von Pingling. Ja, aber Moment mal. Was? Ganz ehrlich, wir haben doch schon in der Vergangenheit Gefängnisse erobert. Also, wo soll das große Problem sein? Dieses Gefängnis ist aber wesentlich besser gesichert als das Zapdos-Gefängnis, welches ihr in der Vergangenheit erobert habt. Dort gibt es gefährlichere Verteidigungsanlagen und laut unserer Spione sogar Panzer, die das Gebiet sichern. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Auftrag für den Transformer Freedom Squad. Stell dir das Ich habe eine Idee. Ja? Können wir nicht Edgar vorschicken? Nein. Edgar kann vieles, aber ich glaube nicht, dass er eine Chance hat gegen Panzer. Oder? Oh Mann. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit einer Rüstung? Wir geben ihm einfach die Rüstung. Eine Theorie von mir ist, vielleicht ist Edgar auch ein Transformer. Und wir wussten das nicht. Und er verwandelt sich einfach in... Keine Ahnung. In ein Steak. In Xaro. Ja, nein, nicht Maschine. In ein Steak. Vielleicht in Flugzeugträger. Weißt du, wir Edgar verwandelt. Alter. Siehst du die? Mann, dass ihr wegkommt, Alter! Ksch. Hallo, so. Ist auch auf dem Boden und schreit uns an. Stell dir das bloß nicht zu leicht vor. Gegen Wasserstoffbomben seid auch ihr nicht immun. Wann kann die Mission denn starten, um Manuels Mann zu retten da? Rettet ihr jetzt erstmal Herr Bergmann aus den Gehirnfängen der Illuminati. Dann können wir bei dieser Mission etwas konkreter werden. Okidoki, Edgar. Edgar sag ich schon, General Dieter. Sorry. War ein Versehen, General Dieter. Nein, Sally, tu's nicht. Was? Nein, lass Sally, komm mit. Manuel. Ach, Mann. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob da unten schon ein paar Karotten gewachsen sind. Schaut's aus. Ah, komplett sind die leider noch nicht. Aber denn, wenn die alle komplett sind, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Dann können wir die alle auf einmal abernten. Ich habe sogar ein paar dabei. So, zack. Er bringt uns ja nichts, wenn wir da uns durchporten. Ich pack die mal lieber hier ins ME-System. Ach so. Zack, zack. Ach, Carrot Mann. Seeds. Und dann, Ecke Junior, wir sehen uns morgen wieder. Vermutlich. So, los geht's, Leute. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Ja. Und da sind wir wieder zurück. In dem guten alten Herr Bergmann. Hi, Freunde. Na? Ja, geil. Teleport Hallo, gut überstanden, Leute. Ja. Ich fühle mich so. Das freut mich. So, warte mal. Dann mal direkt hier wieder den ganzen Stissel rausholen aus den Kisten. Zack, zack, zack. Das obere war ja alles meins, oder, Maudato? Ja, genau. Ich glaube, das untere. Okay. Und er hat immer noch die Flügel, der Hacker. Zack, ja, ich bin ein Engel. Mein Kopf, Alter. Wir sehen aber auch immer ziemlich gefährlich aus. So den Skyliner. Mann, ich will auch ein Engel sein. Diesmal werden wir aber nicht... Dann snack ich den mal. Willst du haben, Manu? Warte, ich hab ne. Achso, ja, okay, nee. Dann mach du das. Ich will Teufelsflügel. Keine Teufelsflügel. Ich hab mir Ich lad auf. Oh, da vorne ist ja schon ein Schlawiner. Warte mal, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Erster! Nein! Wie sie alle direkt die Waffen gezückt haben! Vor die Mörder. So weißt du, ich denk mir so, okay, Pidizzle hat's. Wird jetzt mal wieder einen schönen Kill machen. Und dann direkt. Und dann der Kill ist hier. Dieser Squad, ey. Ach Mensch, ey, Leute. So, ich glaub mal. Ne, ich hab nur nachgeladen. Beep. Alles nachladen. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich. Ach, die Geräusche. Jetzt müssten wir doch aber in der Lunge sein, oder nicht?
ganz schön blau hier. Ja, finde ich ganz luftig. Oh, meiner. Hey, warte, hier, nimm. Ich gebe ihn dir. Kohlenhydrate. Gratis. Sogar. Okay. Gehen wir hier weiter, Squad. Oh, hier ist noch ein bisschen gebratener Herr Bergmann. Alles easy. Ja, lecker, lecker. Mmm, leck geschmeckt, Herr Bergmann. Der ist immer ein zäher, aber auch bestimmt ganz leckerer Dude. Okay, vorsichtig. Bleibt zurück, Leute. Hier ist keiner. Sie sind alle tot. Ah, da oben. Es sind so Tötungsgeier. Warte mal, wie geht's denn hier hoch? Achso, warte mal, hier? Und dann wahrscheinlich hier hochjumpen. Nice one. Und hier einmal rüber. Na, hüpf. Endlich hat sich das Jump'n'Run-Trainingslager gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Zack. Oh, da gab's noch ein bisschen. Ich habe auch schon Level 38, ey. Das ist direkt der nächste. Boah, Leute, vorsichtig. Ich hätte meine jemanden erschossen. Da ist noch einer. Geht's nicht mehr. Okay. Ist er tot? Ah. Ganz ruhig, Leute. Squad. Ja. Lasst mich ruhig vorgehen. Ich bin ein Block vor dir. Ganz ruhig, Squad. Nein. Leader. Okay. Gib dir nur Deckung. Okay. Ja, aber ich habe immer Angst, dass ich jemanden aus Versehen anschieße und der dann tot umfällt. Das könnte ich mir niemals verzeihen, wenn ich jemanden von euch töten würde. Ach, dann klon uns doch neu. Ja, aber wir wissen, wie das manchmal, weil es mit den komischen Klonen läuft. Oh, was bist du denn? Hä? Die sind neu. Antikörper? Warte mal, ich schieße mal kurz an. Ich kann den gar nicht anschießen. Da oben ist ja noch einer. Ja, treffe ich nicht? Ich habe getroffen, er ist tot. Okay, nice one. Ah ja. Beide down. Aber wie kommen wir hier aus weiter? Hier mal rum. Und dann? Ah, hier. Bist du runtergefallen? Nee, zum Erd nicht geschlagen. Was? Sagen wir, ist so ein Rebell geworden. Das ist krass. Ja, seit ich die Flügel hab. Oh Gott, ich bin gestolpert. Bin ich ziemlich fly drauf. Nein. Alter. Tut mir leid, ich hab die runtergeschubst. Gab's hier nicht irgendeinen Dead Adam Spruch? Du bist high. I'm flying. Du bist erst flying. Ich weiß es auch nicht. Genau, das ist wieder skandalös, meine Damen und Herren. Skandalös. Universe, you are known. Gehörst du auch zu Dead Adam? Ja, ich bin Fan. Bist du Marley? Bist du Marley? Nee, bin nur Fan. Ach so. Wir waren schon auf tausenden Konzerten. All die Konzerte, die gemacht haben. Ich war auf jedem einzelnen. Krass, von Alter. Ich hatte Tuttle auf YouTube abonniert. Alter, das ist ein Burger. Oh Gott! Wow. Oh Gott, was ist das? Wir sind im Mund! Oh Gott, Vorsicht, warte mal, ich switch mal. Alter, hier gab es ein paar Explosions. Ist das dein Mund? Ja, hey, der ist gerade ein Burger. Ach stimmt, krass. Alter. Ist ja eingefroren, wenn wir hier drin sind. Scheinbar. Naja, er war ja schon, als wir ihn gesehen haben, relativ regungslos. Ja, aber ich meine, man beißt ja nicht einen Burger ab und lässt den so im Mund. Ja, doch, ich schon. Was bei Burger so abgeht, das weiß man ja nicht, ey. Der ist einfach in eine Schockstarre verfallen. Vielleicht hat der Burger ihn verrückt gemacht. Vorsicht! Antikörper. Ja, da sind ein paar Leute. Okay. Die springen ja alles weg, Hilfe. Zack, down. Perfekt, Squad. Ich lad nach. Piep. Ja, das ist immer die Bestätigung, dass es alles funktioniert. Warte, wenn wir jetzt im Mund waren. Oh, ja. Leute? Ja. Okay. Go, Leute. Ist das sein Gehirn? Junge, was ist... Hallo, Freunde. Ich hab euch schon erwartet.